Dankeschön. Gut, Shalom Aleichem, guten Morgen. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der Geburtstag von zwei großen chassidischen Meistern, der Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, und Rabbi Schneur Salman von Leadi, der alte Rebbe. Die zwei sind heute geboren. Es ist kein Zufall, dass die sind geboren am Mittwoch. Weil am Mittwoch schuf Gott Sonne, Mond und Sterne. Also zwei großen Leuchter im Himmel hat Gott geschafft am Mittwoch. Und genau an dem Tag sind geboren zwei große chassidische Tora-Gelehrte, die haben die ganze Welt geändert. Und ich habe das Privileg, zu gehören zu ihren Richtung, zu ihrer Linie, zu ihren Gedanken. Und so ein großer Tag wie Chai Elul, der bringt Lebendigkeit und Freude und Spritzigkeit in diesen Monat. Ich habe euch vorbereitet zwei Geschichten. Wollt ihr hören zwei Geschichten? Gut. Zwei Geschichten habe ich euch vorbereitet von dem alten Rebbe. Die erste Geschichte ist, der alte Rebbe hat gewohnt zusammen mit seinem Kind, der mittlere Rebbe. In den alten Zeiten, insbesondere die russischen Juden, hatten kein Problem, wo Familien leben zusammen. Es ist nicht so wie heute, wie eine Familie, fünf Personen, fünf Wohnungen. In den alten Zeiten, die Menschen waren noch normal, vernünftig. Sie konnten sich eine dem anderen ertragen und sie haben zusammen gelebt. Es war sehr gut und hat man gespart Essen, hat man gespart Geld. Es war schön miteinander. Und der alte Rebbe hat gewohnt in demselben Haus mit seinem Kind, der mittlere Rebbe. Sein Enkel, der Tzemach Tzedek, Menachem Mendel, ist eine Nacht gefallen von die Wiegele. Weißt du, was ist ein Wiegele? Ein Wiegele ist ein kleines Kinderbett. Gefallen. Und wenn ein Kind weint, was macht er? Schreit. Aber sein Papa hat nicht gehört. Der hat weiter gesessen und gelernt. Gesessen und gelernt. Es war in Mitternacht. Der Opa, der Seide, was hat er gemacht? Der ist runtergekommen vom zweiten Stock zum ersten Stock. Und er hat sein Enkelchen genommen in der Hand und hat ihn gekuscht, und hat ihn beruhigt und hat ihn gestreichelt und er hat ihn umgearmt und er hat ihm gemacht so Stimme, was man sagt, Kinder, oh, oh, siehst du, scha, scha, ingele, scha, scha, ingele. Also man kann so Kinder mit einer Beruhigungsstimme und Stimmung beruhigen und ein Kind spürt, wenn eine seine Sprache spricht. Und dann, der kleine Baby hat sich beruhigt. Dann geht der alte Rebbe zu seinem Sohn und er hat ihm gesagt, Tora lernen ist sehr gut, aber man muss hören eine Stimme von einem Kind, der weint. Es kann nicht sein, dass man beschäftigt mit der Tora lernen, und man hört nicht eine Stimme von einem Kind, der weint. Mein Rebbe hat gesagt, dass heute in unserer Generation gibt es viele Seelen von Menschen, die weinen. Sie suchen nach Inhalt, sie suchen nach Sinn, sie suchen nach Liebe, Geborgenheit, sie suchen nach göttlichen Erkenntnis. Und wir können nicht sagen, ah, ich beschäftige mich jetzt mit der Torah, ich habe keine Zeit zu hören, Kinder, die weinen. Und der Rebbe hat uns gesagt, dass unsere Aufgabe ist, überall, wo wir sehen, ein Kind gefallen von der Wiegele, was zu machen? Ihm zu streicheln, ihm zu lieben, ihm zu motivieren, ihm zurück auf ein Bett zu legen, soll er weiter liegen, ruhig reden und wachsen. Das ist die erste Geschichte von der alten Rebbe. Nicht ignorieren eine Stimme von jemand, der weint. Verstanden? Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shakon Yo Bidvorei. Das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte. Der alte Rebbe, der heute geboren, saß im Gefängnis in St. Petersburg. Ja. Und warum? Weil hat man ihn beschuldigt als Revolutionär zum religiösen Sachen in Russland, waren sie doch alle Kommunisten. Und sie wollten keinen Punkt von Gott, von Glaube, von Religion, von Torah hören. Und als der Rebbe hat Gott verbreitet überall, was haben sie gemacht? Sie haben ihn gesperrt. Was machen die Russen, wenn etwas dir nicht gefällt? Sie stoppen seinen Mund. Also wenn du kannst nicht erklären gegen jemand, der redet, was tust du?
stoppst du seinen Mund, verbietest du ihm zu reden. Und sie haben ihn gelegt in Gefängnis. Ein Tag im Gefängnis kam ihm besuchen ein großer Minister. Großer Minister. Und sie haben so spaziert draußen. Und der Minister sagt dem Rebbe, ich habe eine religiöse Frage an Sie, eine biblische Frage. Sagt er, bitteschön, frag. Sagt er, als Adam war in Gan Eden, im Paradies, und Gott beginnt mit ihm zu reden, und Gott fragt ihm, Ayeka, wo bist du? Gott muss fragen, wo bist du? Eine Frau, die ruft ihren Mann am Telefon ständig, fragt sie ihren Mann nur, wo bist du? Weil sie weiß nicht, wo ist er. Oder sie will ihm zeigen, dass sie wartet schon. Denn sie ist eine gute Frau. Aber Gott muss fragen, wo bist du? Gott fragt Adam, Ayeka, wo bist du? Wieso? Muss Hashem fragen jemand, wo ist er? Und da sagt ihm dem Rebbe, wenn ein Mensch lebt 46 Jahre, und das waren genau seine Jahre von dem Minister, in dieser Welt, und er lebt nur Leben von jemand anders oder will von der Welt was bekommen, fragt dem Gott, wo bist du, was machst du in dieser Welt, was tust du, was hast du in dieser Welt geschafft, was hast du in dieser Welt gebracht, was hast du in dieser Welt verbreitet. Du bist nicht gekommen in dieser Welt, so wie ein Elefant, zu kommen, zu leben, zu fressen und zu sterben. Du bist gekommen in diese Welt, um irgendeine seelische Fingerabdrücke zu hinterlassen. Und deshalb diese Schreie von Gott, wo bist du? Gott fragt, wo bist du? Wo ist deine individuelle Persönlichkeit? Wo ist deine individuelle Menschlichkeit, die du in dieser Welt entwickeln kannst? Heute in so einem großen Tag, Geburtstag von der Alten Rebbe, jeder soll sich die Frage stellen. Wo bist du? Was tust du? Wo gehst du? Was schaffst du? Wohin gehst du? Nicht einfach leben ohne Sinn, ohne Grund, ohne Ziel. Wie geht's? Ja, man lebt, man muss, man geht, man kommt. Man geht wieder, man kommt wieder. Ahin, nachher, man 30 und 80 Jahre gehen vorbei, man stirbt und Shabbat Shalom. Nein. Gott fragt dir jeden Tag, Ayeka, wo bist du? Wozu schenke ich dir noch einen Tag zu leben? Verstanden? Sehr gut. Das sind die zwei Geschichten, die ich heute mit euch teilen wollte. Die erste, dass wenn ein Baby weint oder jemand weint, soll man nicht ignorieren. Und soll man davon lernen, wenn man sieht, eine, wo sein Gesicht ist nicht mehr wie gestern und vorgestern, soll man ihn fragen, ist alles okay mit dir? Sicher? Kann ich was für dich tun? Möchtest du mir was teilen? Kann nicht ignorieren. Jemand weint, jemand hat eine Schwierigkeiten, nicht einfach vorbeigehen. Egal wo. Du siehst, jemand braucht Hilfe, versuch zu fragen mindestens, ob du helfen kannst. Heute Morgen, ich fahre mit dem Fahrrad. Und es gibt eine Junge, wo ich sage ihm jeden Morgen, guten Morgen. Und er macht mir so ein Gesicht. Heute sage ich ihm so ein Gesicht, guten Morgen, sagt er mir. Können wir uns? Habe ich gesagt, sehen wir uns jeden Morgen in dieselbe Uhrzeit. Ich gucke dir ins Gesicht. Ich sage dir guten Morgen, sag mir sorry, guten Morgen. Wir sind Menschen. Wenn wir uns guten Morgen sagen, dann lassen wir uns kennenlernen. Aber wenn du gehst, so, können wir uns? Was heißt können wir uns? Wie haben sie alle Menschen in der Welt kennengelernt? Was heißt können wir uns? Und deshalb steht geschrieben in die Tora, sei du der Erste, der zuvorkommt beim Begrüßen. Willst du nicht machen einen großen guten Tag? Dann mach einen edlen guten Tag. Guten Morgen, hast du jemanden gesehen? Blicke, zeig, dass hast du einen Mensch gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Können wir uns? Nein, können wir uns nicht. Was bin ich, ein Hund, ein Auto, ein Mensch? Geht, gib einen Blick. Sag einen guten Morgen, verstehst? Es gibt in dieser Welt zwei Typen von Menschen. Die, die schön grüßen und die müssen das noch lernen. Verstanden? Wo gehörst du? Zu die, die grüßen oder die müssen noch lernen? Lernen. Sie müssen lernen. Und sie? Auch.
Auch lernen, auch muss lernen. Und sie? Ich grüße. Du grüßt. Also, wir haben schon 2-1. Zwei müssen lernen und eine grüßt. Gut, ich grüße auch, aber ich muss auch lernen. Noch mehr, wirklich. Nicht schämen, nicht noch mehr grüßen. Ganz Leben ist eine Schule. Die ganze Leben muss man lernen zu grüßen und sagen Shalom. Wer sagt Shalom, der bekommt auch Shalom vom Himmel. Weißt du, wenn jemand sagt dem anderen Shalom oder guten Tag, Gott neigt auch. Verstanden? Danke euch für das Zuhören. Und bleib alle gesund und stark. Will jemand was fragen, was bemerken? Alles okay? Geht euch gut? Willst du was sagen, was bemerken? Wer hat dir die Kekse gekauft? Sie haben gekauft die Kekse. Du bist ein ganz liebe Mädel. Wirklich. Kolaka, wo hast du eine für mich, eine Kekse? Die auf dem Teller. Nein, ich will von ihm. Von dir kriege ich sowieso. Ich will sehen, dass er lernen zu geben. Gib mir eine Kekse. Sei so lieb. Giovanni, gib mal dem Schulmo einen Keks. Kannst du das? Oh, danke schön. Ah, Kekse. Jetzt gebe ich dir eine Kekse. Bitte schön. Bist du froh? Ja. Lass dir schmecken. Nein, wir waren im Kiosk und ich habe ihn gefragt, was er möchte. Und er ist direkt... Auf die Kekse gestoßen. Ja. Gut? Soll er gesund sein? Ja. Also habt ihr nichts auf dem Herzen. Alles ist mit euch in Ordnung. Gut. Dann bleibt alle gesund und stark und schönen Tag noch weiter.